Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin gerade auf dem Weg nach Salzburg-Koppel. Schon schauen da. Und zwar beruflich. Ich arbeite ja bei Biogena, das ist Mikronährstoffhersteller. Und wir haben heute eine Schulung, Weiterbildung, Mikronährstoffe. Und da darf ich in das Werk quasi nach Koppel. Das ist bei Salzburg. Und ich habe ja 20 Jahre in Koppel gewohnt, witzigerweise. Und die haben dort die ganze Herstellung findet dort statt. Ein Riesengebäude. Und ich hoffe, dass wir uns das ein bisschen anschauen dürfen und dass ich das auch filmen darf, wie dort diese Kapseln abgefüllt werden. Und mal schauen, was ich alles aufnehmen darf. Sei gespannt, falls dich das interessiert, Mikronährstoffe.
Fruktose. Das sind jeweils Einfachzucker und die kann ich wunderbar über die Darmschleimhaut dann aufnehmen. Das ist kein Problem. Das Problem ist, wenn ich es nicht spalten kann. Warum? Weil dann irgendwann die Laktose, der Milchzucker in den Dickdarm kommt und im Dickdarm Zucker machen das wieder die Bakterien und das Ergebnis ist das ganz gleiche wie bei der Fructose. Immunsystem. Auch das Immunsystem leidet darunter, früher oder später. Wenn ich sehr infektanfällig bin, muss ich überlegen, was passt in meinem Darm nicht. Und das Ganze kann auch auf die Lunge gehen, so dass ich dann eine Bronchitis kriegen kann. Sonnenallergiker, ja sogar am Sonnenallergiker, er soll sich um seinen Darm kümmern. Auf meinem Heimweg musste ich noch mal kurz stehen bleiben und diese wunderschöne Abendstimmung einfangen. Hat der See Ruhe. Wenn du Interesse hast an Mikronährstoffen, dann abonniere meinen Kanal. Ich werde in den nächsten Wochen einige Videos über bestimmte Mikronährstoffe machen. Das erste wird Eisen sein. Wie erkenne ich einen Eisenmangel und was kann ich dagegen tun? Danke fürs Zusehen und bis bald.